Der Dom von Florenz ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Baubeginn dieses imposanten Gebäudes war im Jahr 1296. Errichtet wurde es direkt gegenüber dem Baptisterium San Giovanni. Nach dem Tod des Architekten Arnolfo di Cambio stand der Bau still. Fortgesetzt wurde der Dom unter Giotto, welcher sich vorerst auf den Glockenturm, den Campanile, fokussierte. Besonders bekannt wurde der Dom vor allem durch den Beitrag von Filippo Brunelleschi. Er entwarf 1417 die enorme Kuppel des Doms.